Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treffen. Ich bin Oliver Ereni, Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben heute ein Thema, das wahrscheinlich mehr Leute betrifft und zwar geht es um die eigene Würde. Und wir erwarten ja oft einmal, dass wir selber von anderen beachtet werden und respektiert werden. Und dass uns die den Raum einräumen oder endlich erkennen, wie genial man eigentlich selber ist. Aber eigentlich kommt es darauf an, selbst in dieser Würde zu bleiben und in dieser Würde auch verankert zu sein. Und wenn man da drinnen ist, dann fallen auch Verletzungen von außen, das perlt einfach ab. Weil man ja selber selbst zufrieden ist, selbstbestimmt ist und dann auch so diese eigene Würde anders leben kann. Dort, wo wir das oft einmal spüren, ist halt im Herzen. Ja? Dass man ja so enttäuscht ist oder so einen Stress hat wegen irgendeiner Sache. Aber ursprünglich kommt es eher dann vom Wurzelchakra. Das werden wir heute uns auch bei der Reise dann anschauen. Also eher von unten, da ist ja so Eigenwertwürde, ist ja da so zu verorten. Und da werden wir heute schauen, dass wir uns eben mit dieser Würde beschäftigen. Der Wert dieser Übung, dieser Meditation heute ist einfach, dass man wirklich Kleinkram einfach zur Seite lässt, sich nicht über ja, Kleinigkeiten eigentlich ärgert, die die ganze Zeit, die ganze Energie und den ganzen Aufwand eigentlich nichts wert sind. Und da lade ich eigentlich jeden ein, denn wir verstricken uns in so viel Kleinigkeiten und Kleingedöns und Blödsinn, diskutieren und verschwenden unsere Lebenskraft über irgendwelche Nachrichten oder irgendein Zeugs, was so im Alltag ist, was eigentlich nur ein bisschen so Staub in der Luft ist. Und da ist ja schade drum. Denn letzten Endes ist deine Eigenermächtigung, die eigene Kraft, das, was, wenn die bei dir ist, dann hast du ja alles in der Hand, um deine Welt selber zu kreieren und auch ein Leben zu schaffen, wie es für dich passt. Nur wenn man permanent sich in irgendwelche kleinen Sachen verstrickt und da quasi seine Würde abgibt, weil man sagt, jeder, sage ich jetzt einmal, jeder blöde Newsfeed auf Facebook oder in den Nachrichten oder so, jedes Snippet steht dann schon über der eigenen Bewusstheit, weil es einen dann schon wieder rausbringt aus der eigenen Verfassung. Wenn man dann sagt, ja, jetzt musste ich mich schon wieder über irgendetwas so ärgern, ob es ein Politiker ist oder irgendein Skandal oder irgendein Klumpert. Also es ist unglaublich, wie schnell wir uns selber eigentlich die Schneid abkaufen und wie leicht man sich selbst auch untergraben lässt. Und da nehme ich mich selber auch bei der Nase. Also es ist ja jede Kleinigkeit lenkt einen dann ab und belastet einen dann. Und heute wollen wir eben schauen, dass wir diesen Staub abwischen, dass diese Kleinigkeiten weggehen, die uns dann einfach permanent beschäftigen und dass man dann ganz in der eigenen Würde, in der eigenen Kraft ist und dann hoffentlich einfach mal klärend und erdend und voller Vertrauen wirklich dann wieder selbstbestimmt leben kann und dadurch auch die eigene Würde wieder spürt. Denn das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, dieses Bewusstsein, dass man hier geliebt ist, dass man hier gewünscht ist. Und das ist aber was man aus innen heraus generiert und was nicht aus dem Umfeld kommt. Wenn man es vom Umfeld erwartet, dann ist das nur ein Zeichen, dass man in sich da irgendwo so ein bisschen einen Fehler hat. Ja? Oder nicht einen Fehler bitte, sondern so ein Defizit hat. Ja? Ein Fehlen eigentlich. Okay. Dann werden wir uns jetzt gleich mal in die Meditation begeben und mal schauen, wie wir uns heute mit dieser Übung tun, dass wir in diese Würde kommen und uns nicht mehr eben mit diesem kleinen Mist da abgeben. Okay, dann setz dich einfach mal ganz entspannt hin. Und schließe deine Augen. Atme mal ganz tief ein und wieder aus.
Und ein. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer und dein Körper wird angenehm ruhig und entspannt. Und du atmest jetzt noch mal tief ein und wieder aus. Und so eine Eigenschaft, wenn man sich sehr ärgert, wenn man nicht in der Würde ist, woran man das erkennen kann, ist, dass man angespannt ist. Und deshalb fließt jetzt mal Entspannung in dich ein. Das heißt, alles, was dich in dir anspannt, fließt aus dir heraus. Entspannung fließt ein und alles, was dich verspannt, fließt aus dir raus. Und vor deinem geistigen Auge entsteht jetzt so das Bild einer Blütenknospe. Die sich von den ersten Sonnenstrahlen berührt öffnet, in der Wärme der Sonne öffnet und entspannt. Also diese Blume erblüht richtig im Sonnenlicht. Ein weiteres Bild zur Entspannung wäre, du liegst am Strand, an einem herrlichen Strand am Meer, in der Sonne und die scheint nicht zu warm und nicht zu kalt auf dich. Genau richtig. Und du bist im Urlaub und kannst so richtig gut entspannen. Und dein Energiefeld öffnet sich. Und du spürst, dass du immer offener und weicher und weiter wirst. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie diese Entspannung dich immer weicher und weiter macht. Genieße jetzt die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, die Wärme. Und spüre, dass du in goldenes Licht gehüllt bist. Und in diesem Licht fühlst du dich sicher und geborgen.
Und dieses Licht stellt jetzt vor allem Verständnis für dich bereit. Verständnis. Und an dieses Verständnis kannst du dich anlehnen. In diesem Verständnis wirst du noch ruhiger. Und dieses Verständnis bildet eine weitere Sicherheit rund um dich herum. Du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und nun darf eine tiefe Heilung beginnen. Und diese Heilung deiner inneren Würde, die dir dabei hilft, dass du ganz bei dir bleiben kannst, die startet jetzt bei deinem Nabelchakra. Und da fließt nochmal ganz viel Licht, Verständnis, Geborgenheit rein. Das ist eine Mischung aus Weiß, Aprikotfarben, Rosarot. Und du sprichst nun, ich bin bereit, die Heilfrequenzen des Lichts einzulassen. Ich bin bereit, die Heilfrequenzen des Lichts einzulassen. Und du spürst, wie eine tiefe, tiefe Entspannung in dich einfließt, wie ganz viel Druck aus deinem Nabelchakra, aus deinem Unterleib, deinem Becken abfließt. Alle Anspannungen lösen sich. Und du kommst immer tiefer und tiefer, immer bewusster zu dir. Sodass in deinem Nabelchakra ein helles Licht zu leuchten beginnt. Und du spürst, dass dieses Licht deine Identität ist. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Du kannst wahrnehmen, dass du jetzt von deinem Nabelchakra aus innerlich erstrahlst
Und dass dieses Strahlen, das deine Identität ist, sich jetzt genau um die Aspekte in deinem Dasein annimmt, die von innen heraus verspannt sind. Die Ebenen, wo du das Gefühl hast, dich durchsetzen zu müssen, zu kämpfen, dich beweisen zu müssen, etwas schaffen zu müssen, stark sein zu müssen. All diese Bereiche werden jetzt von deinem Licht, deiner Identität berührt. Und das, was das Licht zu dieser Verspannung sagt, zu dieser Anspannung sagt, ist einfach nur, du brauchst dich nicht bemühen. Du brauchst nicht stark zu sein, denn du bist bereits stark. Du brauchst nicht besonders schlau oder klug zu sein, denn du bist bereits schlau und klug. Du brauchst nicht besonders wachsam zu sein, denn du bist bereits in dir erwacht. Du brauchst jetzt nichts anzustreben und dich zu verausgaben. Denn du hast bereits alles erreicht. Und du lässt jetzt diese Worte mal setzen. Und du spürst, wie du immer weicher wirst und wie du dich immer weiter entspannst. Und in diesem Augenblick spürst du, wie du dich absolut in deiner Mitte synchronisierst, wie jeder Körper, wie dein ganzes Bewusstsein sich um das Licht deiner Identität orientiert und aufbaut. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du in dir klarer und freier wirst. Und in dieser Klarheit und dieser Freiheit beginnst du nun, dein Herz in deinen Händen zu halten. Dein Herzchakra hältst du jetzt in deinen Händen wie in einer Schale. Und du spürst vielleicht, dass es enttäuscht ist. Du spürst vielleicht, dass da Anspannungen drinnen sind. Aber das wird jetzt im Licht von deiner Identität geheilt. Und du bist nicht allein in dieser Heilung. Du bekommst Unterstützung aus der geistigen Welt. Lord Raphael und Lady Angelica unterstützen dich jetzt
Und du versprichst dir, dass du nicht mehr aus alten Enttäuschungen heraus handeln wirst. Alte Verletzungen, alte Kränkungen, alte Enttäuschungen sind kein Motivator, dass ich handle oder dass ich Stress habe. Und du atmest tief ein und wieder aus und erlaubst dir, dass diese alten Kränkungen, dieser alte Stress jetzt aus deinem Herzchakra gereinigt wird. Und vielleicht spürst du Wut, vielleicht spürst du Tränen, alte Gefühle, die auf dieser Herzensebene gespeichert sind, imprägniert sind richtig. Aber du merkst, dass du frei wirst und du merkst auch, dass sich das alles jetzt löst. Du spürst, wie deine Würde den alten Schmerz in deinem Herzzentrum mehr und mehr ausreinigt, sodass es gar keinen Platz mehr hat, sondern dass nur deine Identität, deine Würde, deinen Brustraum erfüllen. Und das Würdevolle öffnet jetzt deinen Brustraum. Du spürst, wie du aufmachst. Und du spürst, wie du in dir größer wirst und klarer. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du erkennst in deiner Identität, deiner Würde, deiner Erwachsenenenergie die Energiespielchen des Umfelds, wo jemand von dir vielleicht Aufmerksamkeit möchte, Achtung möchte, geliebt werden möchte. Aber du erkennst, dass du aus deinem Inneren Achtung, Aufmerksamkeit und Liebe generieren kannst. Die fließt unendlich in dich ein. Würde fließt in dich ein. Würde ist dein Wesen. Und du spürst, dass Würde auch das Wesen eines jeden anderen ist. Und jeder trägt dasselbe Licht in sich, wie du es hast. So ist es nicht deine Aufgabe, jemandem anderen die Würde oder die Achtsamkeit zu geben. Die generiert sich aus sich selbst heraus. Und damit lösen sich sämtliche Fremdenergien von Arbeitskollegen, Partnern, Familienmitgliedern, von deinen Freunden, vom Umfeld, alles löst sich raus und du spürst, wie du ganz bei dir bist.
Ich achte die Würde jedes Daseins, jedes Lebewesens, so wie ich meine Würde achte. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du absolut in deiner Kraft, in deiner Stabilität und in deiner Würde bist. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und du merkst, dass du ganz bei dir bist. Der ganze Stress, der ganze Druck ist von dir abgeflossen. Und du bist in dir frei und klar und absolut in deiner Erwachsenenkompetenz. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt voller Frieden und Zufriedenheit Schritt für Schritt wieder ins Hier und Jetzt, in dein Alltagsbewusstsein zurückzukehren. Aber du spürst, dass du deine Würde gefunden hast. Du spürst, dass du da ganz tief in dir verwurzelt bist und ganz klar und würdevoll dein Leben lenkst. Keiner bestimmt über dich. Keiner gibt dir ein Gefühl der Überlegenheit oder Unterlegenheit, sondern du bist absolut in deiner Würde und spürst dadurch auch, dass jeder andere absolut in seiner Würde ist. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt. Bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und erlaube dir jetzt in deiner Identität und Stabilität wieder ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Streck dich durch, bewege deine Arme und Beine und komm ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Nimm deine Würde nochmal wahr. Und wenn du gut angekommen bist, dann öffne deine Augen.
und fühl noch mal ein bisschen nach. Das war ja heute eine sehr intensive Reise, eine sehr intensive Meditation. Und schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du Fragen zum Thema hast, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Wenn du eine Meditation zu einem gewissen Thema möchtest, eine Übung möchtest, dann schreib es mir auch in die Kommentare. Ich mache gerne mal ein Video drüber. Und sonst lass mir gerne einen Daumen hoch da für das Video oder abonniere den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht auch mal live. Ich bin Oliver Erani, medialer Energetiker und Astrologe, und wir sehen uns wieder. Tschüss, bis bald.